Einen schönen guten Abend. Toll, dass ihr da seid, weil das hier ist ein Konzert, was wir schon seit 17 Mal machen. Tasten in der Finsternis, das haben wir uns ausgedacht, als Sven etwas über Theater erfahren wollte und wir ihn bei einem Projekt dazu überredet haben, nicht als Regisseur mitzumachen, sondern als Mitspieler. Und dann waren wir in der Bundesliga und haben da geprobt und waren da auf der Bühne, und auf der Bühne in der Bundesliga steht ein Flügel. Und immer wenn Sven Zeit hatte und gerade nicht dran war und keinen Text sprechen musste, hat er sich an das Klavier gesetzt und hat gespielt. Und irgendwann hörte man das gar nicht mehr und die anderen haben gut geprobt, so, und dann war er wieder dran, hat er kurz aufgehört, hat was gemacht und hat sich sofort wieder hingesetzt und hat weitergespielt. Irgendwann war die Probe zu Ende und ich war halt der Regisseur und hatte die Verantwortung, also hatte ich mir einen Schlüssel geliehen, um in den Raum zu kommen, den man an der Theke abgeben muss, und dann habe ich mich verabschiedet und das Klavier spielte und dann habe ich das Licht ausgemacht, bin rausgegangen, habe abgeschlossen, habe den Schlüssel abgegeben, wollte gehen, dachte, irgendwas ist noch. Ich habe den Schlüssel wieder geholt, habe wieder aufgeschlossen, habe das Licht wieder gemacht, habe gesagt, Sven, wir gehen jetzt. Und das führte dazu, dass wir beide gesagt haben, gut, das nennen wir jetzt Tasten in der Finsternis, weil er es kann. Sven erzählt sich selber Geschichten, die er in Töne ausdrückt, und vielleicht schickt er euch damit auf eine Reise für die nächsten anderthalb Stunden. Wir machen eine kleine Pause. Sven braucht auch eine kleine Pause, weil es sehr anstrengend ist, was er tut. Und ich freue mich, dass wir einmal im Monat Tasten in der Finsternis zeigen können. Jetzt ist die Tür hinten noch auf, da gehe ich jetzt gleich raus, weil noch jemand kommt. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Die Karte ist schon bezahlt. Gut, viel Vergnügen bei Tasten in der Finsternis, die 17.